Das Marinemuseum auf der Insel Denholm feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Doch die Historie des Standortes auf dem kleinen Eiland reicht noch viel weiter zurück. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise zu ausgewählten Objekten und den ehrenamtlichen Helfern, die sich liebevoll um die Stralsunder Marinegeschichte kümmern. Er ist unbestritten das Wahrzeichen des Marinemuseums auf dem Denholm, der marineblaue Hubschrauber vom Typ Mi 8. Ich treffe ehemalige Besatzungsmitglieder und spreche mit ihnen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Rainer Engel war Steuermann an Bord und kennt die Maschine in- und auswendig. Das ist ein Hubschrauber Mi 8, der ist Mitte der 70er Jahre der Volksmarine zugeführt worden. Er ist hier praktisch modernisiert worden mit der Wende. Es ist die Bewaffnung abgebaut worden, weil es ein Transportkampfhubschrauber ist. Er konnte also auch schießen und die Bodentruppen unterstützen. Ist aber in Hauptsache eingesetzt worden zu Transportaufgaben. Wir hatten ihn in verschiedenen Versionen bei uns im Geschwader gehabt. Der ist hier jetzt als praktisch Transportmaschine und ist auch ein bisschen umgerüstet worden, dass Sanitätseinrichtungen drin ist. Das ist so im Laufe, ist das also weitergegangen, wenn man so sagt, man hat ihn genutzt. Kann der eigentlich noch fliegen? Ist der technisch noch einsatzbereit? Naja, nach 30 Jahren, wie er hier steht, ist es wohl kaum so. Also auch ein Auto nach 30 Jahren bräuchte wieder mal einen TÜV und das ist also hier nicht der Fall. Der Hubschrauber ist hier abgestellt worden, die Betriebsstoffe sind abgelassen worden. Und ich würde es auch nicht so empfehlen, ihn heute wieder fliegen zu lassen oder sowas, denn das sind doch ein paar Teile, die fluchwichtig sind. Und nach 30 Jahren, ob die noch so, weiß ich nicht. Rudolf Kühnrich, ehemals Techniker an Bord, hat dem Hubschrauber im vergangenen Jahr einen neuen Anstrich verpasst. Als Mitglied des Fördervereins des Marinemuseums kümmert er sich bereits seit einigen Jahren hauptsächlich um die Mi 8. Ich habe mich dann dieser Maschine auch angenommen und versuche eben möglichst lange einen guten, vorzeigewürdigen Zustand zu erhalten, was glaube ich hier auch zu sehen ist. Ne? Aber letztendlich, wir werden alle älter und ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Selbstverständlich, so lange wie ich kann, würde ich da mich noch mit beschäftigen und das vielen Zuschauern und Bürgern hier zugänglich zu machen. Die Mi 8 wurde auch als Rettungsflieger benutzt. Franz Albert Tröster war damals als Arzt mit an Bord. Wie viele Einsätze haben Sie eigentlich mit dem Hubschrauber erlebt? Ja, das kann ich gar nicht so exakt sagen, aber natürlich sehr viele Rettungsflüge, sowohl über Land als auch über See. Dabei ist natürlich dieser Jahreswechsel 1978-79, ja, der hat sich natürlich bei mir ganz tief ins Gedächtnis eingeprägt. Und da kann ich ungefähr sagen, dass in den ersten Januartagen des Jahres 1979 ich in 4 Tagen und 3 Nächten so circa 50 Patienten flugmedizinisch betreut habe. Ich habe ehrlich gesagt in den 4 Tagen und 3 Nächten etwa vielleicht 6 oder 7 Stunden geschlafen. Mhm. Und also ich war da in der Luft und manchmal mussten wir auch, wir sind mit dem einen Hubschrauber gelandet und dann schnell in den bereitstehenden nächsten Hubschrauber, dann alles schnell umgeladen und dort rein und dann wieder den nächsten Rettungsflug gemacht. Also es war spektakulär. Wie ist es denn an Bord eigentlich so eine Medizinische Versorgung durchzuführen? Ich bin einmal mit dem Krankenwagen mitgefahren, weil geflogen bin ich noch nie. Aber für den Arzt, wie ist das denn? Es ist ganz schwierig, hier so Vitalfunktionen zu überprüfen. Man muss sich das vorstellen, ein unwahrscheinlicher Lärm an Bord, die Vibration. Also da kann man kindliche Herztöne oder sowas kaum feststellen. Ja. Da ist man froh, dass man Blutdruck messen kann. Das ist also recht schwierig. Schwierig war es auch, den Hubschrauber überhaupt erst ins Marinemuseum zu bringen. Ralf Kenzia war beim letzten Flug der ausgestellten Mi 8 dafür verantwortlich. Doch der Reihe nach. Herr Kenzia, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Mal die Frage vorweg, welchen Bezug haben Sie zur Mi 8 und was ist Ihr Eindruck von dem Hubschrauber? Also ich habe einen sehr engen Bezug zu diesem Hubschrauber oder zu den Hubschraubern, die wir in Paro geflogen sind. Ich war nämlich selbst einer von denen, die auf diesem Hubschrauber geflogen sind und natürlich viele Erlebnisse auch mit diesem Hubschrauber verbunden sind. Letztendlich war das eine Zeit des Lebens, wo wir viele interessante Erlebnisse hatten, die Kameraden kennengelernt hat und schätzen gelernt hat und dadurch natürlich eine Verbindung da ist, nicht nur zum Hubschrauber, sondern auch zu der Geschichte, wo der Hubschrauber gestanden hat, bei den Marinefliegern in Paro.
wir sagen immer, wer einmal diesen Kerosinduft in der Nase hatte, den lässt es nicht mehr los. Dann haben wir gesagt, was passiert, wenn wir nicht mehr sind in Paro? Dann haben wir gesagt, wir müssen so vieles wie möglich hier ins Marinemuseum bringen. Das begann ja nach der Wende hier, dass es aufgebaut wurde, wo viele Ehemalige gesagt haben, wir tun zusammen und versuchen hier die Geschichte des Marinestandortes Stralsund zu dokumentieren. Und natürlich das Hauptobjekt ist dieser Hubschrauber. Wir hatten uns vorgenommen, den bringen wir hierher auf den Denholm. Bei Straßentransport teuer, aufwendig und fliegen, wir sind ja Flieger, kann man. Wir haben geguckt, der Landeplatz, den wir hier sehen, der reicht aus. Der Fahnenmast, den man hier sieht, der wurde abgeklappt. Es standen viele Exponate nicht hier, es war also Wiese. Das Hauptproblem war, Sie sehen ja die beiden Häuser, es wird dort etwas knapp und eng nach links und rechts, damit wir reinpassen. Und so hatten wir uns vorgenommen, wir machen einen Probeanflug, gucken mal, wie es geht von den Windverhältnissen und am nächsten Tag kommen wir dann hierher, vielleicht mit ein bisschen mehr Öffentlichkeitswirksamkeit über Presse und so weiter. Und wir sind dann hier angeflogen, die Windverhältnisse waren gut, wir waren schon in Höhe der Dächer und dann haben wir gesagt, und jetzt kommt die Hütte runter, wir probieren da nicht mehr, weil jetzt sind wir einmal hier, alles ist gut. Und so wurde dann hier der Hubschrauber abgestellt, alle waren zufrieden. Ein paar Schweißperlen hatten wir auch auf der Stirn, aber alle haben sich gefreut und damit hatten wir dann unser Ziel erreicht, ein Stück erlebbare Marineflieger-Tradition hier zu dokumentieren. Musik